So, es sind ja doch einige von euch, die mit GarageBand auf dem Handy arbeiten. Das geht selbstverständlich. Ich habe euch das hier mal gezeigt. Wir gehen auf Audio-Recorder, um unsere Stimme aufzunehmen. Wichtig ist jetzt hier ganz oben rechts auf Plus und dann Abschnitt A automatisch. Dann bin ich in der Länge nicht begrenzt. Dann macht er das automatisch so lang, wie ich es brauche. Dann schalte ich das Metronom aus und drücke auf den Aufnahme-Button und dann kann ich meinen kleinen Gewittertext einsprechen. Das ist der erste Schritt. Dann gehe ich auf hörspielbox.de. Das ist eine Sammlung von Soundeffekten für Hörspiele und all sowas, was wir hier eben machen können. Suche mir zum Beispiel einen schönen Donner aus oder einen Regen mit Donner. Und dann muss ich letztlich ganz runter scrollen und die Datei herunterladen. Dann klicke ich auf Datei anzeigen, nicht laden, sondern anzeigen. Weil dann komme ich über diesen kleinen Bereitstellen-Pfeil, der unten erscheint, auf die Möglichkeit, es in meinem iPhone im Dateiaustauschbereich von GarageBand zu speichern. Entsprechend macht ihr das natürlich auf dem iPad auch im Dateiaustauschbereich File Transfer von GarageBand. So, dann wechseln wir zurück in die App GarageBand und dann gehen wir oben rechts auf das zweite Symbol, dieses Looping-Symbol, und da finden wir jetzt unsere reingeschobene Datei mit diesem Nummernsymbol. Da klicke ich dann drauf und halte die, dann verschwindet mein Fenster und ich kann sie in GarageBand wieder einspielen. Spur. Der Mond, falls das nicht klappt, dann müsst ihr vorher eine Spur anlegen, einfach dann rein schön einsprechen. Das und dann kann ich ganz normal wie in einer DAW, DAW weiterarbeiten und das schneiden, mischen und mir entsprechend eine schöne Datei daraus basteln. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß. Schön einsprechen, das ist das Erste.